Offene Schule Waldau, Kassel. Von G8 bis Gesamtschule, von Waldau bis Kassel. Dies sind nur kleine Themengebiete, welche am Mittwochabend bei einer Podiumsdiskussion der Offenen Schule Waldau Thema waren. Hohe Erwartungen an diesen Abend gab es von Schülern als auch von Politikern. Dass die Politiker unsere Fragen halt beantworten können und dass wir halt auch mehr über ihre Ziele erfahren, weil darüber haben wir bisher noch nicht so viel erfahren. Also, dass die Politiker offen gegenüber uns sind und unsere Fragen beantworten, falls wir welche haben. Und dass sie das auch irgendwie so erklären, dass Schüler das verstehen. Ich erwarte eine spannende Diskussion, in der den teilnehmenden Gästen hier klar wird, was die verschiedenen politischen Richtungen ihnen zu bieten haben. An der Podiumsdiskussion nahmen Politiker der Kasseler Linken, der SPD, der CDU, der Piratenpartei, den Freien Wählern und der Grünen teil. Die offene Schule Waldau ging mit dieser Podiumsdiskussion wieder einmal neue Wege im Bereich politischer Aufklärung. Ich denke, dass es für die Schülerinnen und Schüler interessant war, viele neue Informationen, und so wie es auf mich gewirkt hat, waren sie auch aufmerksam dabei und viele haben natürlich auch Nachfragen gestellt. Ich fand es eigentlich gut, es war auch spannend, auch weil halt viel von den Schülern auch kam, und ja, es war auch alles gut erklärt, also ich habe das meiste verstanden und es war cool.